Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du einen sehr, sehr tiefen Bewusstseinszustand erleben kannst während deiner Meditation. Hi, in diesem Video möchte ich dir zeigen, als Bewusstseinscoach, wie du in der Meditation einen anderen Bewusstseinszustand erleben kannst. Also die meisten meditieren oder legen sich hin und möchten sozusagen die nächste Stufe erreichen. Ja? So, und ich zitiere immer eine Sache. Und zwar, es gibt Yogis, die im Himalaya in der Höhle 30 Jahre lang meditieren und dort gelernt haben, sehr, sehr tiefe bewusstseinserweiternde Zustände zu erleben oder Loslösung vom Körper oder sehr schnell außerkörperliche Erfahrungen zu induzieren. Ich sage, du musst nicht so lange meditieren und so viel meditieren, sondern meine Erkenntnis aus den ganzen letzten 15 Jahren Meditationspraxis und Forschung ist, du musst nur lernen, sehr schnell, sehr tief zu gelangen und Methoden entwickeln, wie du dich disconnectest. Und in diesem Video werde ich dir zeigen, wie du dir diese 30 Jahre lange Höhlenmeditation ersparst. Ich selbst bin ja jemand, der sehr, sehr intensiv an dem Thema forscht. Das ist ja mein Beruf. Ich habe hier ein Institut und wir forschen mit EEG und arbeiten direkt an Tiefmeditationserfahrungen. Und ich habe da sehr viel erleben dürfen, sehr viele Bewusstseinszustände. Und es gibt einen Brückenzustand, der die Spreu vom Weizen trennt. Und zwar, das ist der Zustand, wenn du dich komplett disconnectest vom physischen Körper. Das heißt, du meditierst und auf einmal bist du in einem Zustand, wo du nicht mehr weißt, ob du sitzt, wo du nicht mehr weißt, ob du liegst, wo du nicht mal weißt, ob deine Hände hier sind, ob deine Hände da sind, ob deine Hände hier sind, wo du das einfach nicht mehr weißt, nicht mehr spürst und du denkst dir so, krass, ich bin gerade in einen anderen Bewusstseinszustand gelangt und zwar in den Zustand, wo ich keinen Körper mehr habe und komplett disconnected bin vom Körper. Und in diesem Video werde ich dir die Methode zeigen, wie das funktioniert. Ja, wie du das trainieren kannst. Ja. Ich habe dazu natürlich auch eine eigene Frequenz und eine Hypnose gemacht, wo du das trainieren kannst. Aber mit der Methode zeige ich dir, wie du es auch ohne das machen kannst. Deswegen auch dieses Video. Ja. Aber ich lehne es an Gate 4. Und zwar an das neue Gate 4. Nennt sich Deep Body Scan Meditation. Ja. Was ist Deep Body Scan? Das ist eine Body Scan Meditation, wo du einfach deine Körperteile durchgehst, wie man es halt so auch kennt von YouTube. Der Nachteil ist, dass die meistens beim Bodyscan aufhören. Aber wenn man ein Forschungsinstitut hat und ein EEG dahinter hat, dann sieht man, wenn man einen Bodyscan macht und den Bodyscan sehr intensiv macht und so weiter, das führt dich von Alpha in Theta rein und dann in die mittleren Theta-Frequenzenbereiche. Aber da hört es dann auf, du kannst noch so tief Bodyscans machen, wie du kannst und willst und so lang. Da hört es dann auf, es geht nicht mehr tiefer. Und in diesem Video stelle ich dir die Methode vor, wie du dann vom mittleren Theta in unteres Theta gelangst, wo wirklich die Luzi abgeht und dann in die Brücke zu Delta gelangst. Ja? Und in Gate 4 im Neuen habe ich eine Technologie eingebaut, eine komplett neue Technologie, die sehr, sehr intensiv ist. Also das ist eine eigene Technologie, wo du während dem Hören merkst, wie sich dein Bewusstsein verschiebt und du nicht mehr dein Körper bist und kannst. Und du wirst merken, hey, ich bin doch komplett wach und ich höre gerade die Hypnose und die Frequenzen, aber ich bin nicht mehr im Körper und du wirst das spüren. Ja? Wenn du es öfter gemacht hast, dann immer intensiver. Ja? Also, die Frequenz hat ja früher geheißen Release, also Loslösung. Ich habe es einfach umbenannt in Deep Body Scan Meditation und komplett neu gestaltet, neue Technologie, das Ganze in 3D gemacht, neue Musik, komplett neu gesprochen, neuer Hypnose-Text gemacht, neues Studiomikrofon, also ein sehr, sehr hochwertiges. Und wir verankern dort das Codewort Free für den Zustand, den du danach erleben wirst. Die Verankerung vom goldenen Anker wird nochmal gemacht und das Zählen von 1 bis 5 dabei. Mit der Ausdehnung, da empfehle ich dir unbedingt noch das Nutzungsvideo anzusehen von Gate 4 von Deep Body Scan Meditation, weil dort stelle ich dir eine Technik vor, die du unbedingt anwenden musst. Das wird nochmal die Wirkung verdoppeln, wenn nicht verzehnfachen, ja? Je nachdem, wie intensiv du das dann trainiert hast. Ja? Nur so als Hintergrund gesagt. Also, Deep Body Scan fängt immer an, dass du, bevor du das machst, dass du deine ganzen Körperteile durchgehst. Ja?
Es geht in der ersten Phase immer darum, in den somnambularen Zustand zu gelangen, das heißt in den Zustand, dein Bewusstsein abzukopseln, also zu disconnecten. Und dann, wenn dein Bewusstsein abgekopselt ist, also dein, ich sage schon Bewusstsein, dein Körper, dass dein Körper nicht mehr empfindbar ist, also in der tiefen Entspannung, dass du dann in den somnambularen Zustand kommst, indem du deinen kritischen Verstand deaktivierst, indem der nichts mehr zu melden hat. Ja? Was wir schon durch Git 1 schon gut trainieren. Ja? Wenn du in den somnambularen Zustand bist, bist du in so einem Zwischenbereich, ja, zwischen Leben und Tod könnte man fast sagen, in so einem Zwischenbereich zwischen Wach- und Schlafzustand. Und in dieser in diesem Zustand, das ist so oberes, mittleres Theta-Bereich, wo du wirklich so an dieser Einschlafgrenze bist. Ja? Und die Frequenz führt dich sehr, sehr schnell in diese tiefe Ebene. Es kann sein, dass du sehr oft einschlafen wirst, ja, bei dieser Frequenz. Wenn du sie jedoch öfter trainiert hast, dann wirst du immer schneller in diese Ebene gelangen, aber immer wacher sein. Ja? Vor allem, wenn du diesen Deep Body Scan immer machst. Später, wenn du das immer wieder angewendet hast, wirst du merken, wie du im normalen Wachzustand deine Augen zumachst vom Einschlafen. Du machst einen Blitz Body Scan, weil das ist der Effekt von der neuen Git, Git 4, wo du in 30 Sekunden deinen Body Scan durchmachst, ohne Frequenzen, ohne Hypnose, ohne nichts, einfach Augen zu. Du machst blitzschnell deinen Body Scan durch, nutzt diese Verankerungen, also dieses Codewort Free, goldener Anker und das Zählen von 1 bis 5. Plus die Methode, die ich dir im Nutzungsvideo von dem Video vorstelle, vom Git 4, wenn du das gleichzeitig anwendest, dann wirst du zwischen 30 Sekunden bis zu 3 Minuten, je nachdem wie gut du bist, vielleicht sogar auch schneller, sofort Augen zu machen und du wirst merken, boah krass, ich habe gerade die Augen zugemacht, habe die Techniken gemacht und auf einmal bist du nicht mehr im Körper. Und dein Bewusstsein verschiebt sich sofort in die Zwischenbereichsebene, ja. Diejenigen, die Git 5 kennen, wissen, wovon ich rede. das wird sozusagen noch, das hebt das Ganze, was dann in Git 5 passiert und Git 6, nochmal auf ein neues Level. Ja? Also die Technik geht so, dass du deine, es gibt mal so drei Grundverspannungen, die der Mensch hat. Ja? Einmal dein Kiefer. Das Kiefer ist das, was wir den ganzen Tag verwenden, wo wir den ganzen Tag damit reden. Ja? Dann deine Augen, die sind ja den ganzen Tag, gehen auf und zu. Das heißt, deine Augenmuskulatur ist verspannt und deine Hände, weil wir tun den ganzen Tag irgendwas mit den Händen. Ja? Diese drei Dinge sind 70% deiner kompletten Verspannung. Wenn du die lösen kannst, also wenn du die bewusst lösen kannst und ich zeige dir, wie du die sofort lösen kannst, bevor du überhaupt irgendwas tust, also mit Techniken, das zeige ich dir im Nutzungsvideo, darum siehst du dir unbedingt an. Ja? Dann hast du schon mal 70% deiner körperlichen Entspannung durch. Ja? Dann machst du sozusagen deinen Bodycheck, das heißt, du gehst deine ganzen Körperteile durch und so weiter. Und je öfter du das gemacht hast, desto leichter trainierst du in Wirklichkeit, dich zu dissoziieren. Das heißt, das ist eine Dissoziationstechnik, indem du einfach dein Bewusstsein verschiebst von deinem Ohr, von deinem Auge, in deine Nase, in deine Lippen, in deinen Mund und in deine Zunge. Zunge ist ganz wichtig, im EEG sieht man, wenn du deine Zunge anspannst, entspannst und deine Zunge, deine Aufmerksamkeit auf deine Zunge legst und die Entspannung auf deine Zunge, dann geht das direkt hier runter in die Muskulatur zu deinem Herzen und wie man sieht, wie dein Puls runtergeht, wie dein Herzschlag runtergeht, man sieht, wie die Entspannung, die Muskulatur sich viel leichter entspannt, wenn du deine Zunge lockerst. Das ist ganz, ganz wichtig, gibt es viele Forschungen auch drüber. Zunge, dann deine Körperteile und du lernst dein Bewusstsein zu verschieben durch die verschiedenen Körperteile. Ja? Und wenn dein Körper dann komplett entspannt ist, dann bist du sozusagen im mittleren Theta-Bereich und dann bist du schon an der Schlafwachgrenze. Und da hört es in der Regel auf bei den meisten YouTube-Geschichten und da fängt Git 4 eigentlich erst richtig an. Ja? Weil die Frequenz, die läuft, ist oberes Theta bis zum mittleren Theta und ab der Hälfte, das dauert eine Stunde, fängt dann mittleres Theta bis unterem Theta an und eine Bewusstseinsausdehnung fängt an. Ja? So wie Release fängt es dann an, dass du dann, wenn du deinen Körper entspannt hast und den Körper nicht mehr richtig spürst, also sehr, sehr intensiv machen wir das, also die erste Hälfte der Frequenz ist Hypnose, Induktion, Vertiefung, wirklich Vertiefung, kritischer Verstand loslassen, Körper entspannen und so weiter. Und dann ist die nächste Viertelstunde wirklich Bodycheck und dann ist die nächste Viertelstunde
Ausdehnung. Das heißt, du dehnst dein Bewusstsein aus, du dehnst es aus, so groß wie dein Zimmer, wie das Haus, wie das Land und wie das Universum und noch weiter und so weiter. Und dann sieht man im EEG, auch wenn keine Frequenz im Hintergrund läuft, wie die Theta-Wellen immer weiter sich ausdehnen bis hin zu Delta-Bereich. Ja? Und ich habe das natürlich dann mit deiner Frequenz im Hintergrund gekoppelt, wo das nochmal verstärkt wird. Ja? Und am Schluss, wenn du dann bist du in diesem Zustand, wo du unter das Theta Anfang Delta bist, wo du wirklich an der Grenze zu außerkörperlichen Erfahrungen, luziden Zuständen bist, was schon dort passieren könnte, ja, weil die Frequenz, die jetzt eingebaut wurde, indiziert das sehr, sehr intensiv, wo du dann, wenn du in diesem Zustand bist, auf der einen Seite die Gehirnwellen dich dort auch wirklich dort trainieren, also du trainierst das, wenn du es nicht gleich erlebst die ersten paar Male, dann heißt es nur, dein Gehirn trainiert das gerade. Hör es öfter an, schau das Nutzungsvideo an, wende die Techniken an, dann wirst du merken, es wird immer intensiver werden, ja, und öfter. Dann wird das verankert, das heißt, du bist dann in den Bewusstseinszustand, du spürst keinen Körper, bist in diesem Alleinsein, hast keinen Körper, hast dieses Empfinden, boah, ich bin Bewusstsein, kann mich ausdehnen, da kannst du sehr krass manifestieren, übrigens als Tipp. Und in diesem Zustand setzen wir dann die hypnotischen Anker, damit du durch die Visualisierung vom goldenen Anker plus das Codewort Free plus das Zählen von 1 bis 5 sofort wieder in diesen Zustand gelangst. Du musst dann nämlich das Ganze im Prozess nicht mehr machen, um dorthin zu kommen, in den körperlosen Zustand, sondern du kannst dann mit diesen Ankern, die wir uns dort verankern, falls du G3, was übrigens heute auch neu erschienen ist, wenn du diese Methoden auch anwenden in G3, also von G3, G4 auch mit verankern, ja, so als kleiner Geheimtipp, ja. Verankern und dann vorm Schlafen gehen einfach die Augen zu machen und das, was du verankert hast, deinen Bodycheck im Blitzdurchlauf zu machen mit den Methoden und Techniken, dann wirst du wirklich merken, wie intensiv du deinen Körper loslassen kannst. Und dann wirst du, wenn du normal meditierst, ja, es gibt so ein Sprichwort, was ich immer sage, diejenigen, die, es gibt die Yogis, die meditieren 30 Jahre in der Höhle, um andere Bewusstseinszustände zu erleben. Und ich sage, nein, du musst nicht so lange meditieren und so viel meditieren, sondern du musst nur lernen, sehr schnell, sehr tief zu gelangen, damit du dasselbe erlebst, nur viel schneller und einfacher. Und G4 ist eben das Werkzeug dazu, wo du dir 30 Jahre Höhlenmeditation sparst. Und das machst du halt, indem du das regelmäßig trainierst und dann vorm Schlafengehen als Gewohnheit dir aneignest und dann immer in diesen entspannten Zustand einschläfst. Das heißt, du legst dich ins Bett, machst deine Techniken, die dauern vielleicht höchstens 3 Minuten und schläfst dann ein. Du wirst dann grundsätzlich schon jeden Abend vorm Einschlafen in diesen Zustand gelangen und dein Gehirn hat eine Rückkopplung. Ja? Das heißt, du wirst das jeden Tag trainieren, mit oder ohne G4. Und dann wirst du merken, irgendwann wirst du dich ins Bett legen, wirst die Augen zu machen, sagst das Codewort und du wirst merken, Bewusstsein hat sich verschoben. Du bist schon im erweiterten Bewusstseinszustand, worüber die meisten nicht mal annähernd hingelangen. Auch wenn die 10 Jahre lang jeden Tag 2-3 Stunden meditieren, kommen die nicht in diesen Zustand rein, Augen zuzumachen und ein paar Sekunden später keinen Körper mehr zu spüren, wo das Bewusstsein sich sofort entkopselt vom physischen Körper. Und das ist sozusagen eines der Bewusstseinszustände, die hochgradig wichtig sind, wenn du sagst, du möchtest weitergehen, du möchtest mystische Erfahrungen erleben, außerkörperliche Erfahrungen erleben, luzide Träume so einfach indizieren, ohne irgendwelche Schlafmethoden, WBTB-Techniken und so weiter, sondern einfach nur Augen zu, ein paar Sekunden später, du bist disconnected, du bist schon im erweiterten Bewusstseinszustand, um dann deine Techniken zu machen, um deine Realität zu switchen, ja. Worauf halt meine ganze Arbeit und Brainwave 3D ausgerichtet ist, ja, dass du erkennst, dass du nicht dein Körper bist, sondern dass du eine Seele bist, dass du Bewusstsein bist, dass du mit deinem Bewusstsein deine Realität erschaffst, dass du deine Welt dir so baust, wie du sie haben möchtest und dass du mit deinem Bewusstsein, mit deinem Körper, mit deinem Unterbewusstsein, Überbewusstsein Techniken lernst, wie du mit deinem Bewusstsein, ja, der nicht nur das, was in der Religion gelehrt wird, glauben sollst oder auch nicht, sondern wie du das erlebst, ja? Wie du wirklich erlebst, wie du in andere Welten gehen kannst und so weiter, andere Zustände, Bewusstseinszustände erleben kannst. Ja? Darauf basiert meine ganze Arbeit. Ja?
Gut, wie gesagt, ganz wichtig ist für dich jetzt, wenn du sagst, du möchtest lernen, in der Meditation einfach Augen zuzumachen und einen anderen Bewusstseinszustand zu erleben, dann schau dir auf jeden Fall das Nutzungsvideo von Gate 4 an, Bodyscan. Dort werde ich dir die Methoden zeigen, wie du das Ganze nochmal verstärken kannst. In dem Sinne ist heute Gate 4 erschienen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Technik, bei der neuen Frequenzhypnose und bei der neuen Wirkung. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.